Willkommen Leute, wir sind zurück hier bei The Legend of Zelda Twilight Princess und ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber es scheint... als würde der... Der zerstört doch bestimmt die Brücke, oder? Ja. Oh, ich bin Hellseher. Ja. Okay, ich musste verfrüht den Part starten. Ich wollte eigentlich hier ins Hauptgebäude laufen und dann den Part starten, aber gut. Zum Glück habe ich die Aufnahmetaste schon gedrückt. Das ist... Puh, das ist günstig, aber... Dadurch, dass er jetzt die Brücke zerstört hat, bestätigt eine Annahme von mir und das ist, dass wir jetzt, hier und jetzt, in diesem Dungeon, ne, so hatten wir uns ja darauf geeinigt, dass wir das so nennen dürfen, dass wir, was war das? Ich habe nichts gedrückt, ohne Joke jetzt, ne, dass wir hier den zweiten Enterhaken bekommen, oh yeah, so, mal gucken, ob der nochmal so einen Scheiß baut, aber ohne Witz, ich habe wirklich nichts gedrückt. Und wenn man, ne, wenn man nichts drückt, dann sollte er sich normalerweise dran festhalten, ne? Sollte klar sein. Gut. Auf jeden Fall haben wir im letzten Part, sind wir in die Wolkenmassen hervorgeschossen worden. Ja, ich bin ein lyrisches Talent. Ich merke schon. Und, ja, hier ist irgendwas kaputt. Hier sind ganz viele Drachen und ein besonders böser Drache und... Den müssen wir irgendwie verscheuchen und deshalb sind wir jetzt in diesem Komplex an komischen Gebäuden hier unterwegs und versuchen, ja, einen Weg zu finden, den Drachen gegenüberzutreten oder so oder irgendwas wieder in Gang zu bringen. Ich weiß es selber noch nicht, geht so genau. Und jetzt bekommen wir den wunderschönen Enterhaken, den Double Enterhaken. Jedenfalls in den nächsten paar Minuten, glaube ich. Upsala, Kollege. Ah, das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, hinter mir wäre eine Wand, ohne Witz. So, vielleicht kann ich die... Ach, Moment, ich kann auch bestimmt... Zack, einmal weg mit dir. Ich kann auch bestimmt hier die Eisenschuhe benutzen. Kann ich, aber auf der anderen Seite komme ich dann wahrscheinlich nicht schnell genug über die blauen Dinger, oder? Ja, wir können es ja mal ausprobieren. Ah, ohne die werden die runtergewählt, richtig geil. Macht auf jeden Fall Sinn, ne? So, jetzt ist die Frage... Die Frage der Fragen. Komme ich da so rüber? Ich kann ja erstmal die Dinger ausziehen. Und mich vielleicht einfach mal daran ziehen. Was war das? Ich weiß nicht, hier geschehen lauter komische Dinge. Irgendwie schwenkt meine Fernbedienung auf einmal nach rechts und irgendwie... Ja, was ist noch gerade passiert? Ich habe es wieder vergessen. Naja, auf jeden Fall... Haben wir unser Ziel, haben wir es erreicht? Das sieht auf jeden Fall nach einem geeigneten Raum für einen Fight oder sowas aus. Und hier ist unsere... Ne, jetzt wollte ich gerade sagen, hier ist unsere Tante, aber nee, das ist sie ja gar nicht. Oh. Oh. Oder wir machen die Truhe einfach mal auf. Ne? Könnte man vielleicht auch mal machen. Oh nein, nur die Karte. Oh, ich hätte schwören können, dass wir das Ding jetzt bekommen. Aber gut, dann... Oh, sogar ein goldener oder gelber. Ist ja... Ach ja, genau, der war nur 10. Scheiße. Ich verwechsel es immer noch. Ey, ich weiß nicht. Wahrscheinlich jeder, der sich dieses Let's Play so komplett am Stück anguckt, was... Ja, wahrscheinlich kaum jemand sein wird, aber... Falls es solche Leute gibt... Jetzt muss ich aber wirklich... Ich werde das so nicht schaffen, oder? Na, wollen wir es mal probieren. Nee. Ja, das war mehr oder weniger klar, aber wie soll ich sonst rüberkommen? Nee. Und was ich sagen wollte, die sich dieses Let's Play am Stück angucken, die werden sich denken, Alter, der vergisst alle 30 Minuten, was vorher passiert ist. Alter, was ist los mit dem? Eventuell kann ich hier als Wolf rüber. Als Wolf sind wir stärker, dachte ich, und schneller. Hm, irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Oh Mann, hier muss es noch eine Option geben. Und den Raum dort vorne verstehe ich auch nicht so ganz. So, ich weiß nicht, da gehen wir rein und in der Ecke ist so eine Truhe, aber der ist sonst ganz leer irgendwie und da ist so ein komischer Kreis, ey. Die Raumstruktur hat mich schon ein bisschen verwirrt. Aber... Da funktioniert es nicht. Da können wir uns mal wieder zurückziehen. Was wir jetzt auch einmal machen. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht doch irgendwie auf die rechte Seite kommen. Klappt das nicht? Doch. Ich wollte doch sagen, es muss funktionieren. Das ist ein Spiel. Das muss lösbar sein in irgendeiner Form.
Aber kann ich irgendwie da, von da nach da, irgendwie? Ich weiß es noch nicht. Ach, was ist das denn? Etwas, was keinen Sinn macht. Okay, das wird unser Tod, oder? Ah, wobei, muss gar nicht sein. Zack! Ah. Ich hätte schwören können, dass ich rechtzeitig auf den Eisenstiefel-Knopf gedrückt hätte. Ja, guck mal, die haben wir auch an. Wir sind mit denen gespawnt, aber gerade... Na, ist klar. Die konnte ich natürlich noch nicht rechtzeitig anziehen. Nee. Of course not. Ah, ich weiß nicht. Wir gehen trotzdem nochmal da rein. Ich habe das Gefühl, etwas übersehen zu haben. Vielleicht ist das hier sowas wie ein Generatorraum. Das könnt ihr mir nämlich vorstellen, dass wir hier irgendwie das Ganze hier ausstellen können oder so. Aber wir kommen hier echt nicht durch, oder? Ja gut, man sieht viel. Kommen wir dann irgendeiner Form... Nee, das ist komplett abgeriegelt. Aber wir werden wahrscheinlich hier irgendwo... Ne? Da, wo ich gerade mit Navi hinzeige. Oder unserer Fee. Da werden wir irgendwie hinkommen, ne? Ich sehe auch schon auf der Karte, der andere Raum grenzt ja gefährlich nah an den kreisförmigen Raum an, ne? Wir könnten also in irgendeiner Form dorthin kommen. Auch wenn da auf der anderen Seite halt keine Türen eingezeichnet sind. Aber gut. Ah, Moment. Vielleicht klappt es mit dem Kollegen hier. Sicher nicht. Hm. Macht natürlich absolut Sinn, dass der verpufft, wenn man gegen den Wind fährt. Geht das hier? Oh nein, das wird doch eh nichts. Das wird doch nichts. Oh, wieso versuche ich sowas überhaupt? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht. Irgendwie kommt mir das alles ganz komisch vor. Wir hätten das Item bekommen müssen, ohne Witz. Wir hätten den Doppelgedöns hier bekommen sollen. Den Doppelhaken. Greifhaken. Ihr wisst schon, was ich meine. Das hätte sowas von viel Sinn gemacht, ohne Witz. Jetzt ist meine... Das, was mich am meisten ärgert, ist wahrscheinlich, dass meine Schätzung jetzt falsch ist. Und ich euch die ganze Zeit erzählt habe, ja, wir bekommen den jetzt sowieso. Aber es hätte absolut Sinn gemacht, ohne Witz, ne? Das Spiel ist unlogisch aufgebaut. Schlecht. Nein, natürlich nicht, aber... Ah, Moment. Eventuell kommen wir dann doch hier weiter. Oder nicht? Oder kommen wir hier runter? Ganz heil? Auch nicht, ne? Ah! Was haben wir denn da? Ja, wo kommst du denn her? Können wir das damit ausstellen? Jetzt sag mir nicht, dass es dann ausgeht. Es geht damit aus. Jetzt ist die Frage, ist das zeitbegrenzt oder nicht? Ich glaube nicht, aber... Ja, kann nicht schaden, wenn wir uns beeilen. Wir sind am Arsch, oder? Ja, wir sind am Arsch. Zack. Ja, komm, ramm mich bitte runter. Ich habe ja sonst nichts mehr zu tun. Ja. Ist der jetzt aktiviert geblieben, der... Das Ding? Jetzt sind wir wieder hier, ne? Ja, es ist aktiviert gewesen. Ich meine, ich bin natürlich extra runtergefallen, damit wir hier abkürzen können. So, damit wir ganz schnell zu diesem Raum hier gelangen. Hat der nur um die 18 Minuten... Ja, nee, 8 oder 10 Minuten gedauert, das Ganze hier. Ups, nicht sterben. Das wäre doof. Hm, eigentlich voll der Trick hier mit den Krügen auf dem Ding. Bläst das von unten nach oben? Nein? Okay. Ich dachte vielleicht, da könnte man vielleicht irgendwie drauf fliegen oder so. Hätte ja sein können, oder? Nein, eigentlich nicht. Okay, dann halt nicht. Zack, und hier muss man auch warten. Das sind ja komische Dinger. Kommt das jetzt von unten nach oben? Sieht doch so aus, oder? Naja, wahrscheinlich eher nicht, ne? Wenn ich den Dingern hier an der Stelle ausweichen soll, dann nicht. Und was ist da vorne? Hä? Was ist das? Ach so, das ist eine fliegende Fliese. Oder, ja, beziehungsweise, ja. So ein Viech unter einer Fliese, was darauf lauert, mich zu besiegen, wenn ich da drüber komme. Wir haben uns ja Bomben gekauft, ne? Und... Deshalb werden wir jetzt eine... Achtung, jetzt kommt eine... Zack! Bogenbomben-Kombi machen. Ist er tot? Nee, irgendwie nicht. Ach komm, dann springen wir einfach. Jetzt! Okay. Dann können wir uns jetzt... Nee, ich dachte, dann können wir vielleicht... Können wir ihn vielleicht jetzt erst besiegen? Ach, Moment. Oh, wie doof! Man kann ja einfach so drüber. Wie kacke ist das denn? So, Kollege, darf ich dich trotzdem mal besiegen? Oder muss ich auf dich drauf? Ne, ich glaube nicht, oder? Ah! Komm schon.
Wie lockt man den denn nochmal raus? Geht das gar nicht, oder was? Ach, egal. Aber der wird uns auf dem Rückweg, und ich bin davon überzeugt, dass es hier einen Rückweg gibt. Ja, muss er eigentlich. Der würde uns nochmal so richtig abfacken, wetten? Aber sowas von. Das ist die nächste Frage. Wo geht's hier genau weiter? Fragen über Fragen, Leute. Komme ich da... Ah, ne, hier komme ich einfach so rüber, oder? Ja. Where the fuck is the problem? Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie in meiner Welt einen größeren Abstand gesehen. Ach, der schmeißt uns wieder zurück, ne? Ja. Na toll, wie soll das jetzt funktionieren? How does it have to work? Ja, nicht so, Aaron. Oh, bist du behindert? Jetzt musst du den ganzen Scheiß weg nochmal von vorne gehen. Das darf doch nicht wahr sein. Freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird jetzt super. Aber es lässt sich eigentlich relativ schnell machen, oder? Ich meine, ich kann ja auch einfach hier drauf, wenn ich will. Muss ich noch nicht mal warten. Hier ist ja der Wahnsinn. Zack. Und nein, das wollte ich gar nicht. Und ich habe immer in meinem Gehirn das verankert, dass der Greifhaken immer auf B ist. Frag mich nicht, wieso. Aber irgendwie drücke ich das immer. Gut. Oh, nicht gut. Nein. Oh, Mann, Aaron, konzentrier dich doch mal. Vielleicht kann ich das so rausschneiden, dass es so aussieht, als wäre nichts passiert. Es ist nichts geschehen, Leute. Das, was ihr gerade dann gesehen habt, in dem Fall wäre dann ein Lag. Und, ja. Und ich versuche mich ungefähr genauso hinzustellen, wie ich vorhin runtergefallen bin, beziehungsweise bevor ich halt vorhin runtergefallen bin. Dann wirkt das bestimmt realistisch, ne? Ich kann jeden verarschen. Hihihi, bin ich böse. Ja. Okay, hier ging es einfach so rüber. Und jetzt durfte man nicht komplett behindert sein, auf jeden Fall. Zack. Und zwar... Und zwar... Ja, jetzt gibt's doch gar keinen Weg weiter, ohne Witz. Aber es wird doch einen geben, ne? Das ist halt das Ding, ne? Wieso ist hier ein blauer? Verstehe ich auch nicht so ganz. Ja, frag mich nicht, wieso ich das mache. Ich mach's gerade einfach. Aber ansonsten... Wenn mich der Kollege immer auffällt, dann muss ich ihn einfach töten, oder? Es muss einen Weg geben, die zu töten. Ach, das war bestimmt das hier. Das war ja auch einer unserer ersten Items. Ja, genau. Okay. Macht Sinn. Wäre auch irgendwie komisch, wenn die unsterblich wären, ne? Aber ich habe mich gerade auch wieder an den ersten Dungeon erinnert. Die Dinger kamen im ersten Dungeon. Habe ich mir so gedacht, und dann so, das erste Item, was wir hatten, in diesem Dungeon war der Sturmbumerang. Hat also alles ziemlich viel Sinn gemacht. So im Nachhinein. Weiß man natürlich erst später, ne? Ach, als wenn ich sowas auf Anhieb herausfinden würde, ey. Mann. Was nehmen wir denn noch hier hin? Ich weiß gar nicht. Das? Keine Ahnung. Macht wahrscheinlich alles keinen Sinn. So. Sind hier irgendwelche Plattformen, die runterfallen? Nein, auch nicht. Okay. Hä, wo sind die hin? Habe ich sie beide besiegt? Boah, bin ich ein krasser Kämpfer. Bam, erstmal so zwei Schläge ausgeteilt und dann bam, die Wirbelattacke und beide runter gleichzeitig, ey. Das war doch voll der Skill, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, das kann man als Skill durchgehen lassen, wenn man jetzt noch den Raum findet, der gerade aufgegangen ist. Hä? Das war nicht in diesem Raum. Okay, ich merke schon. Ich dachte, in dem Raum wäre hier was aufgegangen, aber das scheint woanders gewesen zu sein. Ich frag mich nicht. Ach doch, klar, in dem kreisförmigen Raum, oder?
Oh nein. Ich erinnere mich, sowas gesagt zu haben wie, ich dachte, hier wäre noch was in dem Raum oder so. Irgendwie sowas habe ich gesagt und ach, du Vollpfosten, nimmst mal wieder nicht den Greifhaken. Das ganze Gerät ist dort oben. Das macht absolut Sinn. Und ich bin aus so einem riesigen Umweg gelaufen, ey. Ach ja, eventuell schneide ich das raus oder irgendwie sowas, ne? Ich meine, das kann man ja keinem zumuten. Ist jetzt die Frage, wie genau hilft uns das weiter? Eventuell muss ich einen von den Kollegen hier nehmen. Und kann dann... Was kann ich denn damit machen? Ich weiß es nicht so genau. Echt, eigentlich habe ich gar keinen Plan. Ich habe keine Ahnung, was uns das hier gebracht haben soll. Ich kann damit was machen, genau. Ach, Gott sei Dank habe ich das jetzt noch herausgefunden. Wäre ich jetzt wieder weggegangen? Na gut, ich weiß ja jetzt immer noch nicht hundertprozentig, was uns das gebracht hat, denn... Ach doch, der Kollege. Ah, wir hätten einen anderen Raum gesehen. Gut, dann... Ah, dann haben wir ja schon mal was geschafft, ne? Ja, wenn auch mit viel zu großen Mühen. Oh Mann, das ist wieder dieser Moment, wo ich mich für meine Dummheit entschuldigen muss. Ich dachte, dass vielleicht nach dieser langen Zelda-Pause, ja, haben wir die Dummheit vielleicht in gewisser Weise eingedämmt, besiegt fürs Erste. Aber nein. Ganz eindeutig nicht. Darf ich dich einmal haben? Moment. Genau, ja. Puh, das schleudert einen immer weiter nach vorne, als man denkt. Okay, ja, ich gehe ja erstmal einfach durch. Denn hier ist eine Kiste und wo eine Kiste ist, kann man nichts falsch machen. Es sei denn, da sind nur Rubine drin, aber gut. Das ist ja auch nicht so das Problem, ne? That's not the problem. Oh, Mann. Keine Ahnung, wie er da immer noch runterfallen kann. Ich habe wirklich keinen Plan. Wow. Habt ihr das gesehen? Ich habe ihn mit dem eigenen Schild abgeworfen, ey, geil. Krass. Na, das war schon ein herber geiler Schachzug, ne? Stellt euch mal vor, ihr steht vor so einem Viech und dann, bam, mit dem eigenen Schild. Das wäre krass. So, wir brauchen dich, okay. Und stellen uns hier drauf. Und lassen uns treiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ui, wo gehen wir hin, wo gehen wir hin? Wir gehen einfach mal dahin. Ne? Am Anfang, wenn du in so einen Raum fliegst, dann kannst du dir halt noch keine Übersicht besorgen. Von daher, oh fuck. Ich merke gerade, wir haben mega viele, mega wenig Herzen. Ja, mega viele, genau. Mega wenig. Was daran liegt, dass ich x-mal runtergefallen bin und mich irgendwelche Stachelfiecher, ja, das war wieder schlau, getroffen haben. Und so was halt. Oh Gott, bitte Stachelfiecher, verschone mich. Aber der kann keine Kurven fliegen, ne? Das ist halt so da sein Problem. Kurven fliegen sei schon, Kurven laufen. Okay, Kollege, wir machen dich einfach unschädlich. Bam, bam, bam. Dann hat sich das Problem erledigt. Er droppt sogar noch ein Herz. Das ist doch alles nützlich. Wieso macht man sowas nicht von Anfang an? Das ist mir jedes Mal aufs neue Rätsel. Wieso man nicht einfach das Problem beseitigt, bevor ein Problem überhaupt entsteht? Beziehungsweise, ja, die Ursache des Problems beseitigt. So ist es vielleicht besser formuliert. Ja, schon mal auf Verdacht hier drauf. Und jetzt... Jetzt müsste man halt nur noch in die richtige Richtung fliegen, oder? Oder müssen wir hier überhaupt fliegen? Ne, ich glaube nicht. I don't think so. So kommen wir eventuell zurück oder sowas, ne? Ne, ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Ahnung, wozu der Luftstrom gerade da ist. Ich glaube, falls wir zurück wollen. Und mein Gefühl sagt mir, wir wollen irgendwann auch zurück. Aber noch nicht jetzt. Jetzt haben wir was viel Wichtigeres zu erledigen. Jetzt sind wir nämlich in dem Ding, wo wir schon einmal reingeguckt haben, ne? Jetzt werdet ihr da das Gitter sehen. Nee, doch nicht. Aber das war dieser runde Raum, den wir schon gesehen hatten. Ja. Wo ihr so gesagt habt, ja, da gehen wir später rein. Oder so. Sowas oder, ja. Sowas habe ich wahrscheinlich gesagt. Musste so schreien. Ach nee, das hier, diese Umkettung. Keine Ahnung, wie ich es nennen soll. So, wir tun dich noch einmal zurück. Eventuell komme ich nämlich genau. Da komme ich nämlich schon so dran. Ah, und das Gitter öffnet sich. Aber da kommen wir doch jetzt nur zurück. Ich weiß nicht, ich will hier noch ein bisschen rumfliegen, ehrlich gesagt. Oder sollte ich da direkt rein?
keine Ahnung. Oder da raustreiben lassen? Oh Gott, es gibt so viele Möglichkeiten. Oh Mann, ich weiß gar nicht, was ich hier alles tun soll. Ich gehe erstmal hier hin. Also da könnte ich jetzt prinzipiell rein. Und dann wäre ich, genau, dann wäre ich wieder hier. Aber da will ich ja eigentlich gar nicht hin, oder? Ich denke, ich will erstmal die anderen Dinger hier aktivieren, oder? Nein! Das Huhn soll schon da bleiben. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber das wollte schon wieder abhauen. Vielleicht machen wir einfach mal den hier. Dann hängen wir wahrscheinlich doof in der Luft irgendwo. Aber das Ding hier hat ja auch immer eine Auswirkung, ne? Ja. Das ist wieder so eine Situation, wo wir einen zweiten Endhaken bräuchten. Ja gut, Leute. Ich weiß nicht, was wir alles noch in diesem schönen Raum machen können, aber ja, was auch immer hier noch möglich ist, wir werden es im nächsten Part machen. Ich hoffe, euch hat das hier in irgendeiner Form gefallen. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann und tschüss.